Die Menschen werden mich wohl auch noch mit 60 Jahren spuckend auf der Bühne springen sehen wollen. Ich weiß aber nicht, ob ich es dann noch hinkriegen werde. Ich wollte nicht alles spielen, ich wollte nur die Songs von Limp Bizkit spielen können. Danach folgten Jams. Formell weiß ich eigentlich gar nichts über Musik. Ich kann keine Noten lesen. Vieles habe ich während des Prozesses gelernt. I don't want to say I was completely self-taught, but I figured it out along the way. Ich liebe Limp Bizkit. Seit meiner Kindheit gefällt mir diese Band. Zu Beginn unserer Karriere hörten wir alle zwei ganz unterschiedliche Musikstile. Mit der Zeit hat sich mein Musikstil etwas verändert. Ich bin offener geworden, was Musik angeht. Damals habe ich aber nur zwei konkrete Musikstile gehört. Es waren Gruppen, die ähnliche Musik machten, aber nicht so extremal waren wie wir. In unserer Musik setzen wir einige Metal-Elemente ein. Diese Musikrichtung gefällt uns. Ich kann nicht behaupten, dass wir unseren ehemaligen Stil wieder erneuert haben. Die heutigen Songs unterscheiden sich doch von unseren ersten Songs. Unsere Fans wollen, dass wir wie eine Einheit klingen. Ich würde sagen, dass unsere Auftritte in Großbritannien und in Europa besser waren als die in Amerika. In den USA klangen wir leider nicht sehr überzeugend, was uns zu einer langen Pause bewegt hat. Während dieser Pause haben wir eingesehen, was uns wirklich fehlt. Wir haben uns an die Gründe erinnert, die uns zu dieser Band überhaupt geführt haben. Wir haben uns zusammengesetzt und neue Songs und die künftige veränderte Zusammenarbeit besprochen. Unsere Songs wollten wir selbst schreiben. Wir wollten unabhängig sein. Für einen Künstler ist es sehr schwer, sich selbst zu entfalten und überhaupt arbeiten zu können, wenn dir jemand etwas vorschreibt. Diese Pause ist sehr gut für uns gewesen. Wir haben eingesehen, dass wir weitermachen möchten. Unsere Arbeit hat sich verbessert, während sich die wesentliche Substanz unserer Arbeit aber nicht verändert hat. When still keeping, you know, who we became throughout our progression intact. Musik ist schon immer mein Hobby gewesen. Es war sogar mehr als nur ein Hobby. Musik war mein Leben, aber nicht meine Arbeit. Ich habe immer schon Musik gemacht. Mit der Zeit hat sich mein Hobby in meine Arbeit verwandelt. Meine Frau will mich ständig auf Tour schicken, damit sie sich von mir eine Zeit lang erholen kann. Mir gefällt dieser Lebensstil. Wenn du unterwegs bist, vermisst du dein Zuhause. Und das ist toll. Und wenn du zu Hause bist, möchtest du wieder reisen. So sieht mein Leben aus. Ich habe eine ganz schreckliche Angewohnheit, ich spucke. Das ist echt fürchterlich. Auf der Bühne springe ich wie ein Wahnsinniger hin und her und spucke dabei auf die Bühne. Dan spuckt auch. Ich weiß nicht, woher wir diese Angewohnheit haben. Wir spielen und spucken. Ich weiß echt nicht, warum wir das machen. Ich springe, schüttle meinen Kopf und spucke.
Musik ist das, was ich kenne und das, was ich liebe. Ich will das so lange wie möglich machen. Die Menschen werden mich wohl auch noch mit 60 spuckend auf der Bühne springen sehen wollen. Ich weiß aber nicht, ob ich das mit 60 körperlich noch hinkriegen werde. Heute kann ich das aber und das gefällt mir. Ich will neue Songs schreiben und mit meinen Fans kommunizieren. Das ist das Wichtigste für mich. Wir wollen das so lange machen, solange wir die Möglichkeit haben. That's the most important part, really. You know, so yeah, we just want to keep doing it as long as we can.